aus YouTube und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es hier schon, es geht um die zweite 1:6 Review der ergatterten Figuren bei BE Toys. Und zwar hier um den Star Wars Arc Clone Trooper 5. Der Echo ist mir leider durch die Lappen gegangen. Aber was soll's, da ergibt sich sicher irgendwann mal wieder was. Auch er hier die Phase 2 Armor, wie damals schon der Captain Rex. Und hier vorne auf der Figur, auf der Verpackung seht ihr nun schon die Figur, die ich euch zeigen werde. Hier ist Six Skull, das typische schwarz-dunkelgraue Verpackungselement. Ein Bild der Figur, dann seitlich ein weiteres Bild und Posing-Möglichkeit der Figur. Auf der Rückseite dann auch wieder Sideshow.com. Und wieder eine weitere Möglichkeit der Pose der Figur. Ihr seht schon hier, er kommt mit dem zweiten Kopf. Dann hier nochmal ein Bild der Figur. Unten wie immer die ganzen Warnhinweise. Und oben das Star Wars Logo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder mit dem ganzen Arsch voll an Zubehör. So, da bin ich wieder, und zwar mit dem ganzen Zubehör. Ihr seht schon, es ist massig dabei. Sehr viele Hände, einiges an Waffen und Zubehörsachen. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Händen. Und zwar hier oben haben wir die linken Hände und hier die rechten Hände. Er kommt mit 2, 4, 6 zusätzlichen linken Händen und mit 5 zusätzlichen rechten Händen. 2 sind noch an der Figur. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns einige an. Hier haben wir die Gripping Hand für die Granate, die ich euch später noch zeigen werde, oder um die Waffe zu halten. Auch mit einem Armor Piece, auch etwas abgenutzt, in Blau. Sehr schön gemoldet, der Handschuh. Dann haben wir hier die Salute Hand. Dann hier, das ist nicht die Peace Hand, wie man vermuten möchte, sondern im Militär wird dadurch angezeigt, 2 Gegner oder 2 Meter oder so, also Stückzahl 2. Damit zur nächsten Hand, und zwar, das ist normalerweise eine zum Richtung anzeigen. Dann haben wir hier eine mit Thumbs Up, also alles okay, alles gut. Ihr seht es auch hier, jede Hand kommt hier mit einen extra Pack. Dann haben wir hier natürlich noch die Triggerfingerhand. Das ganze Spiel haben wir natürlich auch für die rechte Hand, und zwar eine Triggerfingerhand, eine Saluthand, einmal Thumbs Up. Dann nochmal eine, um die Waffe zu stützen oder die Granate zu halten. Hier haben wir dann eine Pointing Hand, eine Zeigehand. Also zum Beispiel dahin oder da. Jede Hand, wie ihr seht, mit Pack. Das finde ich sehr schön gemacht von Sideshow. Dann hat er hier natürlich zweimal, also ich zeige euch eine, auch sehr schön gemacht, sehr schön gepainted, auch etwas abgenutzt. Zwei Munitions Behälter, die kommen dann in die Taschen, die ihr dann an der Figur sehen werdet. Dann hat er hier natürlich dabei seinen Rucksack, der hier wieder magnetisch sein dürfte. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke es mal, so wie er aussieht. Dann hat er hier dabei seine Granate, die aktivierte Granate, da sie blau leuchtet. Verzeihung. Dann hat er zwei Pistolen dabei, zwei Blasterpistolen. Auch sehr schön gepainted. Zwei Stück davon. Dann natürlich den allbekannten Blaster nochmal. Blaster Rifle, würde ich sagen. Hier kann man nichts abnehmen, aber man kann die Schulterstütze ausklappen. Hier so, dann hat man eine Schulterstütze noch zusätzlich.
Also das geht hier. Man kann es auch, wenn man es nur so macht, irgendwie als Dreibein benutzen. Das wurde aber nie gemacht. So, und dann hat der gute Kerl hier auch noch ein Riesengewehr dabei. Ich will schon bald sagen, ein Scharfschützengewehr. Allerdings ist dann das hier eigentlich oben, würde ich sagen. Aber was soll's? Also jetzt nicht von der Korrektheit her, sondern wenn es ein Scharfschützengewehr als Zielfernrohr. Auch sehr schön gepaintet, sehr lange. Also das Ding, Moment, ich messe es euch mal. Das Teil hat eine, schon alleine das Gewehr hat eine Länge von, schaut es euch an, 22 bis 23 Zentimeter, kommt darauf an, wo man hinmisst. Dann natürlich nicht zu vergessen sein, das geht nicht, also machen wir es so, sein Facescan, der dabei ist. Auch sehr schön gemoldet, sehr schön gemacht. Auch hier der grimmige Blick, die Zähne glänzen, die Augen glänzen, hier seine Tätowierung. Auch sehr schön gemacht. Hier seht ihr dann, wie das Gemachte draufgesteckt wird. So. Also wie ihr seht, es ist ein Arschvoll Zubehör dabei. Und dann würde ich sagen, hole ich jetzt mal die Figur und wir sehen uns dann gleich wieder. Bin ich nun wieder mit der Figur und ihr seht ihr ihn schon in seiner vollen Pracht, den guten Kerl. Ich habe ihm den Rucksack mal aufgesetzt in seiner Phase 2 Armor, also die etwas abgenutzte, nicht nagelneue Armor, die schon bepaintete hier, den Stand noch dazu. Er hat hier den Eierschakel-Stand, wie gesagt, also wie gesagt, ein etwas anderer Stand wie der Anakin hatte, aber nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, zeige ich euch den Kerl mal im Detail. Fangen wir hier oben an mit seinem Kopf. Dazu schalten wir mal den Kreisel hier aus. Und weg damit. So. Dann können wir das besser machen hier. So. Jetzt den Kreiselteller legen wir mal dabei zur Seite. Hier seht ihr schon seinen Helm mit der ganzen Bemalung, auch den abgenutzten. Die Phase 2 dann schon etwas näher am Sturmtrupper dran. Dann hier habt ihr seine Visiereinrichtung, die kann man natürlich auch nach unten klappen. Hier mit seinen Shoulder Pads, hier der Munitionstasche. Dann gehen wir weiter runter. Der Brustpanzer auch sehr schön gepaintet hier. Natürlich alles hier Kunststoff, kein Metall, also es würde sonst zu schwer werden. Hier ist ein Bolt. Dann seht ihr hier schon, hier hat er seine, na, hier, das wären die Pistolenholster. Natürlich hat er auch den Lendenschurz an. Ihr seht hier, die Fausthände sind anmontiert, die sind für Haus auf dran. Dann hier die angesprochenen Taschen für die zwei Munitionsbehälter oder was es sind. Und hier auch an den Beinen die Armor schon abgenutzt. Wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier natürlich noch hinten an der Figur haben wir natürlich auch noch einiges hier angebracht. Wie gesagt, der magnetische Rucksack, den kann man hier wieder abnehmen. Dann hat er hier drunter die stinknormale Sachen. Unten drunter hat er einen, ja, gräulich-schwarzen Anzug. Und hat er Armor. Dann hat er hier nochmal zwei Munitionstaschen, wie ihr seht. Hier sein Röhrchen, das alle haben. Hier seht ihr den Kilt. Oder Lendenschutz nochmal richtig, der ist auch richtig schön verschmutzt gemacht. Also muss sagen, für den Preis rentiert sich die Figur auf alle Fälle. Dann würde ich sagen, gehe ich mal mit der Kamera etwas näher ran. So, jetzt wackelt es ein bisschen, ein kleines bisschen. So,
damit ich euch auch die Bewegungspunkte zeigen kann. Die haben wir hier wie folgt: Auf den Kopf, wie ihr es euch denken könnt, ein Balljoint. Hoch, runter geht, drehen geht auch. Man muss etwas schauen, dass man das Polster nach unten drückt, die Schulterpolster, dass der Kopf nicht so richtig angeht. Man kann ihn nicht komplett drum drehen, aber was soll's, das macht ja ein Mensch auch nicht. Dann, wie ihr seht, dieses Polster ist nur aufgelegt, also es lässt sich bewegen. Soll heißen, dass sich die Schultergelenke nicht so sehr hindern. Das heißt, man kann den Arm schön nach vorne bringen. Man muss dieses Polster hier auch noch etwas anheben, aber es geht. Er geht auch schön nach hinten. Nach außen muss man etwas arbeiten. So, soweit. Es reicht aber. Für die Posen, meisten Posen der Sturmtruppe reicht das, die stehen meistens nicht mit den Händen über Kopf da. Dann natürlich hat er hier sein Ellbogengelenk, das hier trotz der Rüstung die 90 Grad zusammenbringt, würde ich jetzt mal sagen. Auch hier sehe ich schön, erkennt ihr wieder die Details an der Bemalung und am Anbau. Natürlich habt ihr die Handgelenke schon gesehen, die haben immer das Balljointgelenk. Er lässt sich auch drehen, sind immer in den Händen angebracht, was ich sehr gut finde. Da hat man immer Ersatzpacks. Dann einen App Crunch hat der gute Kerl nicht so, nur eine Links-Rechts-Bewegung, und da muss man immer etwas arbeiten, das sonst an der Uniform angeht, also beziehungsweise an der Rüstung. Was ich aber nicht schlimm finde. Denn die Storm- und Klontrupper haben sich nie richtig so tanzend bewegt, jetzt außer irgendwo bei einem Star Wars Day oder so. Dann würde ich sagen, nehme ich ihn jetzt mal von seinem Ständer. Na komm, den Eierschaukelständer. So. Dann können wir hier sein Bein, bringt er sehr weit vor. Na, der Arm etwas im Weg, so. Und auch sehr gut nach hinten. Es reicht, um gewisse Posen zu machen. Er kann auch, wie ihr seht, fast einen Spagat machen, wenn man das andere Bein noch rausnimmt. Dieser Stoff hier dehnt sich etwas, aber man sollte ihn nicht zu überstrapazieren. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Dann hat er hier natürlich sein doppeltes Kniegelenk, das auch sehr schön versteckt ist unter den Anzug und mit dem Kniepad und auch sehr schöne Reichweite. Die Rüstungen kann man alle etwas drehen, also dass man es etwas hinbringt. Hat auch hier einen leichten Swivel im Bein. Dann hat er hier natürlich auch, wie ihr reinschauen könnt, einen Balljoint. Der jetzt zwar nicht gerade besonders beweglich ist, aber man bringt etwas Bewegung raus, braucht man aber auch nicht viel. Das Einzige, was mir jetzt hier fehlt, was der Captain Rex hat, was er hier nicht hat, der gute Kerl, sind die angewinkelten Beine, Füße, so rum, Füße, dass man ihn hinknien kann, aber das braucht er nicht unbedingt. Man kann es auch anders posen. Ich habe ja vor, die drei irgendwann miteinander zu posen, weil ich habe jetzt dann den Fives, den Captain Rex und den General Anakin Skywalker. Und da möchte ich irgendwie was mal schauen, vielleicht von Sora oder so, eine kleine Vitrine, wo ich die drei zusammen reinstelle. Vielleicht hole ich mir auch noch irgendwann von irgendwo den Echo dazu, dass ich drei Trooper habe und Anakin oder so. Das werden wir mal sehen. Vielleicht kommt auch noch Obi-Wan dazu. Ich muss mir das mal überlegen. Aber ich muss sagen, für den Preis, wo ich sie bei B-Toys ergattert habe, sind die Figuren sehr schön. Und wo ergattert man schon mal zwei 1:6 Figuren für 150 Euro? Also, Leute, nirgends. Und dann würde ich sagen, war es das aber auch schon wieder und sag.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar unten da, lasst mir Likes da, lasst mir ein Abo da, teilt meinen Kanal und einen schönen Tag noch.